Bis zu 13,80 Euro müssen alle Besucherinnen und Besucher der Wiesn dieses Jahr für eine Mass hinblättern. Die Wiesnwirte rechtfertigen die Summe mit den gestiegenen Kosten in allen Bereichen und fehlendem Personal. Wir sehen natürlich, dass es gesteigerte Kosten gibt auf der Wiesn, vor allem im Aufbau der Zelte. Da muss man sehen, dass der Aufbau natürlich auch mit Materialknappheit zu kämpfen hat, dass er momentan auch gar nicht so kalkulieren kann, was braucht er noch alles, was bekommt er her, und diese Kosten auch schon deutlich gestiegen sind. Die Bierpreise steigen und steigen jedes Jahr. Dieses Jahr kostet eine Maß bis zu 13,80 Euro. 2017 lag der höchste Bierpreis bei 10,95 Euro. 2018 stieg der Preis um 55 Cent. 2019 lag der Bierpreis bei 11,80 Euro. Auch in München geht die Bierpreisdiskussion nicht spurlos an den Menschen vorbei. Ja, meine Meinung ist, dass das im Laufe der Zeit, wie es im Moment gerade geschieht, gerechtfertigt ist und die Wiesnwirte erleben wollen. Oh, ich finde das sehr teuer. Ich finde das zu viel. Man muss alles rechnen, was Aufbau und Abbau kostet. Und auch die Bierpreise muss man dann auch angleichen an das ganze Umfeld. Es ist jedes Jahr erhöht worden. Und das ist auch richtig, wenn es dieses Jahr erhöht ist. Ah ja, ist schon dreist teuer mittlerweile geworden, ja. Wiesnstadträtin Anja Berger freut sich, dass die Wiesn endlich wieder nach 2 Jahren stattfinden kann, und rechtfertigt die Preiserhöhung. Es gibt einfach sehr viele Preiserhöhungen. Das merkt jeder und jede, wenn sie in den Supermarkt gehen. Also das war klar, dass es so nicht bleiben kann. Und ich glaube, die Wirte und Wirtinnen haben es mit einkalkuliert, die ganzen Unwägbarkeiten. Aber sie haben auch mit einberechnet, dass es doch ja noch ein Volksfest bleiben muss. Und insofern denke ich, ist es auf 3 Jahre gerechnet dann wirklich einigermaßen in Ordnung. Noch 107 Tage, bis die Wiesn 2022 endlich wieder startet. Und dann heißt es Prost Mahlzeit.